ihr Typen seid Loser. Adam Sandler verdient mit Filmen wie Kindsköpfe 2 mehr als 15 Millionen Dollar. Aber laut des amerikanischen Forbes Magazine ist Adam Sandler sein Geld nicht wert. Der Schauspieler führt derzeit eine unbeliebte Liste an. Forbes ermittelte, welche Schauspieler gemessen an ihren letzten drei Filmen wenig Geld in die Kinokassen spülen. Demnach habe Sandler für jeden in ihn investierten Dollar nur 3,40 Dollar eingespielt. Auch Catherine Hagel und Reese Witherspoon bringen ähnlich wenig ein. Als Kassengift erweisen sich auch Nicolas Cage, Kevin James, Denzel Washington und Steve Carell. Überraschend, selbst Jennifer Aniston und Matt Damon haben für jeden investierten Dollar nur 10,60 Dollar eingespielt.